Heute starten wir parallel zur Analyse der Woche mit unserem Trading-Tipp der Woche im Derivatebereich mit Cliff Michel. Ja, herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, wie in meinem heutigen Video die Analyse der Woche zu Tesla angekündigt, starten wir heute ja gleich das zweite Format, nämlich den Derivate-Tipp der Woche, genau passend zu unserer Analyse der Woche. Und da habe ich natürlich heute den Cliff bei mir hier im Studio, unseren Derivate-Spezialisten. Ja, Cliff, natürlich, bevor wir heute ins Detail gehen zu unserem Derivate-Tipp, ganz, ganz wichtig, dieses Format eignet sich natürlich nicht für jeden Anleger. Von daher, an wen ist das gerichtet? Ja, auch von mir erstmal ein ganz herzliches Hallo an die Leser. Ja, Jürgen, in der Tat ist es so, dieses Format richtet sich in erster Linie natürlich an spekulative Anleger, Anleger, die eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Denn hier gilt wirklich wie bei allen Kapitalanlagen, umso höher die Chancen, umso höher sind natürlich auch das Risiko. Ganz klar, also Derivate ist ja auch ein Unterschied zur Aktie. Aktie ist natürlich erstens mal ein sicheres Investment. Sie sind beteiligt an einem Unternehmen und sollte irgendwie eine Bank pleite gehen, dann hat das auch mit Ihrer Aktie nichts zu tun. Sie können sie lange halten, 20 Jahre, wie auch immer. Derivate haben natürlich einen kürzeren Zeithorizont. Ja, worauf ist zu achten, wenn ich in Derivate investiere? Das heißt ja immer, das sogenannte Emittentenrisiko sollte man da berücksichtigen. Wobei ich glaube, wenn man in die großen Häuser investiert und wir haben hier ja nur Scheine der wirklich renommierten Häuser, da muss man sich darüber auch nicht so große Gedanken machen. Ja, wie du sagst, es geht ja darum, um den Emittent, dass man wirklich sich ein Papier aussucht, eines Emittenten, der wirklich zu den Großen gehört. Und hier halte ich das Risiko wirklich, wirklich begrenzt. Deshalb sollte man da nicht so einen großen Wert drauf legen. Vielmehr auf welches Papier man sich im Endeffekt konzentriert, welches Papier man auswählt. Und das hängt natürlich in erster Linie vom Basiswert ab. Also wir werden hier künftig ja unterscheiden. Es gibt ja Optionsscheine, das ist sehr beliebt bei Anlegern, die spekulativ unterwegs sind, Faktorzertifikate und eben auch Mini-Futures. Und wie du schon sagst, es hängt vom Basiswert ab, in was ich da oder welches Papier ich da eben auswähle. Noch eine Frage, wir werden hier exemplarisch natürlich immer mit einem überschaubaren Hebel arbeiten, aber die Emittenten, also wer natürlich spekulativer oder vielleicht weniger spekulativ arbeiten will, der findet natürlich bei den Emittenten unserer Scheine dann auch immer eine ganze Palette von Hebelpapieren mit entsprechend angepassten Hebeln. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir hier immer eine Long- und eine Short-Variante vorstellen wollen. Wir wollen beim Hebel immer im moderaten Bereich von um die 3 uns orientieren. Und natürlich haben die Emittenten eine ganz große Bandbreite an Hebeln. Das geht von 1 bis teilweise 10, 20 und höher. Wie gesagt, hier sollten Sie wirklich ein bisschen aufs Risiko achten. Ein moderater Hebel von 3 bis 4 ist hier sicherlich interessant. Und daran orientieren wir uns auch. Also da will ich auch gleich nochmal drauf ansetzen, weil natürlich gibt es jetzt auch viele Zuschauer, die sagen, ja gut, das hört sich ja jetzt schon ein bisschen schwieriger an, aber eigentlich mich interessiert das schon. Ich möchte mich damit beschäftigen, welche Möglichkeiten haben jetzt Anleger, die sich mit der Materie noch nicht so beschäftigt haben, sich da schlau zu machen. Natürlich bieten alle Emittenten auf ihren Seiten entsprechende Services an, wo sie diese ganzen Papiere, egal ob Optionen, Scheine, Faktorzertifikate oder Mini-Futures, auch wirklich nochmal ganz ausführlich auch an guten Beispielen beschreiben. Und wenn Sie da auch nochmal Fragen haben, können Sie mir persönlich auch gerne nochmal ein E-Mail schreiben an cliff.michel@börsenspiegel.com. Hier gebe ich Ihnen ganz gerne nochmal einen Link von Emittenten weiter, um hier einfach diese Funktionsweise nochmal besser vertiefen zu können. Also wie gesagt, wichtig ist, und das ist mir auch wichtig, wer in solche Derivate investiert, der sollte wissen, was er tut. Der sollte sich da schlau machen. Genau wie bei allem anderen auch. Sie kaufen auch nicht irgendwie einen Staubsauger, ohne da vorher mal irgendwie gegoogelt zu haben, welcher ist der beste oder wie funktioniert der überhaupt. Und so sollte es auch sein bei Aktien oder Derivaten. Man sollte wissen, was man da tut. Kommen wir zu unserem heutigen Derivate-Tipp. Es sind ja eigentlich zwei, nämlich für diejenigen, die sagen, ich finde Tesla aussichtsreich. Ich glaube, Kursziel $1.000, was weiß ich, das erreichen wir vielleicht schon dieses Jahr, spätestens im nächsten Jahr. Oder eben andere, die sagen, also ich traue dem Braten nicht, ich gehe sogar davon aus,
dass Tesla in den nächsten Wochen, Monaten deutlich fallen wird. Ja, von daher an dich erstmal die Frage, Basiswert Tesla, ja, für welche Art von Derivat hast du dich da heute entschieden? Ja, Tesla, den Wert, den du ausgesucht hast, ist natürlich ein extrem volatiler Wert. Und wir müssen immer aktuell schauen, in welcher Phase befindet sich ein solcher Wert. Haben wir hier einen starken Trend oder eben, wie gesagt, bei einer Tesla-Aktie, die aktuell sehr volatil ist. Und dann schauen wir uns natürlich an, welche Vorteile bieten die einzelnen Hebelprodukte für so einen Basiswert wie Tesla. Und hier muss man ganz klar sagen, hier scheiden aktuell eigentlich Faktorzertifikate per se aus, weil Faktorzertifikate von starken Aufwärtstrends bzw. im Shortbereich von starken Abwärtstrends profitieren. Und auch Optionsscheine bieten hier ja schwierige Möglichkeiten, denn wie wir gesagt haben, ist Tesla sehr volatil und Optionsscheine haben einen Einflussfaktor mit der implizierten Volatilität, die einen Schein teuer machen, umso höher die Volatilität ist. Und das ist hier bei Tesla der Fall. Das heißt, wenn ich mir einen Schein anschaue auf Sicht Ende nächsten Jahres, habe ich hier eine Vola von über 50 aktuell und entsprechend teuer sind die Scheine natürlich. Deshalb bietet sich zum aktuellen Zeitpunkt bei Tesla sicherlich einen Mini-Future an, denn hier habe ich einen variablen Hebel, der es mir einfach auch ermöglicht, in erstmal, wenn ich daneben liege, also wenn ich auf steigende Kurse setze und die Tesla läuft gegen mich, selbst dann wieder bei steigenden Kursen relativ schnell auf mein Ausgangsniveau zu kommen. Also hier ganz klar, Mini-Futures sind hier die richtige Wahl. Und da spielt natürlich nicht nur die Einzelaktie eine Rolle, sondern natürlich auch die aktuelle Marktphase. Ich meine, ihr kriegt das ja alles mit. Aktuell die Börse wieder mal ein bisschen unruhig, ja, die Ausschläge nach unten. Das sind wir mal nicht in Tagesschwankungen von 1%. Da geht es nochmal 2% nach oben oder unten, zurzeit eher nach unten. Und das müssen wir natürlich dabei alles einkalkulieren. Und von daher, wie gesagt, Mini-Futures für mich persönlich auch am einfachsten. Ja, weil ich habe einen Hebel, ja, da weiß ich, im Grunde genommen, das ist ja auch die Funktionsweise mit dem Hebel, wenn der Basiswert eine gewisse Entwicklung macht und ich habe den Hebel drauf, dann weiß ich auch, wie sich das Papier entwickelt. Genau, grundsätzlich ist es schon mal das Timing ein ganz entscheidender Faktor beim Einstieg, egal in welches Hebelprodukt, aber eben auch bei Mini-Futures muss ich schon schauen, wann ist ein guter Zeitpunkt entsprechend einzusteigen. Dann ist aber ganz klar, ich habe hier einen Hebel beispielsweise von 3. Das bedeutet ganz klar, wenn meine Tesla-Aktie 5% zulegt, dann legt mein Hebelschein 15% zu. Genauso sieht es natürlich auch in die andere Richtung aus. Verliert die Tesla-Aktie um 5%, ist mein Schein 15% im Minus. Das ist erstmal die wichtigste Orientierung, die jeder Anleger bei einem Mini-Future haben muss. Er orientiert sich ganz klar am Hebel. Ja, schauen wir gerade noch mal uns die Tesla-Aktie eben im Chart an. Ja, Sie sehen ja hier $770 Schlusskurs gestern. Die Aktie zuletzt eher seitwärts, aufwärts gerichtet, oberhalb der 200-Tageslinie. Und von daher ist es natürlich so, gerade Hebel 3, wenn es da wirklich einen Einbruch gibt von 10%, dann verliert so anscheinend 30%. Und ich glaube, so in diesem Bereich sollte man auch sein Risiko irgendwo einsortieren, mehr, wenn ich in so ein Papier investiere. Da kann man natürlich dann auch oder sollte man auch mit Stoppkursen arbeiten. Ja, unbedingt. Also grundsätzlich kann man natürlich mit den unterschiedlichsten Hebeln arbeiten. Es hängt wirklich von der Risikobereitschaft ab. Aber natürlich ist ein Hebel von 3 etwas, wo wir auch mit gut leben können. Dennoch natürlich, gerade bei so volatilen Aktien wie Tesla, ist ein 10% Tagesverlust durchaus mal möglich. Und wenn 2, 3 schlechte Tage hintereinander sind, dann kann so ein Schein auch wirklich mal in Richtung des automatischen Stoppkurses laufen. Dazu sagen wir gleich noch was. Das wollen wir aber grundsätzlich verhindern. Deshalb empfehlen wir natürlich hier einen vorgelagerten aktiven Stoppkurs, den man sich setzt. Der hängt natürlich auch wieder etwas von der Risikobereitschaft ab. Wir sagen so im Grunde genommen 40-50% maximal vom Einstiegskurs entfernt. Und da sollte man eigentlich ganz gut liegen. Also wichtigste Grundinformation nochmal. Wer uns länger verfolgt, der weiß, bei Aktien sind wir keine Freunde von Stoppkursen. Weil wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, dann möchte ich selber für mich entscheiden, das möchte ich keinen Computer übernehmen lassen, wann ich da auch wieder rausgehe. Ja, da empfehlen wir Stops als Orientierung. Im Gegensatz dazu, bei Derivaten, da empfehlen wir vor allen Dingen auch bei Mini-Futures,
hier mit Stoppkursen zu arbeiten, weil eben solche Entwicklungen so dynamisch laufen können, da können einem solche Scheine theoretisch auch um die Ohren fliegen. Und dann sind wir natürlich bei dem nächsten Grundvoraussetzung, man sollte wirklich nur mit Geld hier operieren, dass ich eben nicht schon in 3-4 Monaten andersweitig eingeplant habe. Ja, also das ist Geld, was man wirklich sagen muss, okay, hier bin ich bereit, auch das volle Risiko zu tragen. Ja, das ist ganz entscheidend. Man muss mit überschaubarem Kapital hier arbeiten. Eben, was man möglicherweise eben an Risiko eingehen will, wie viel man maximal verlieren will. Und wie gesagt, diese Entwicklungen sind nun mal gehebelt mit 3. Das bedeutet, Chance und Risiko ist gehebelt mit 3. Und darauf sollte man unbedingt achten. Ja, schauen wir uns mal die beiden Papiere an, die du heute mitgebracht hast. Einmal auf der Long-Seite, einmal auf der Short-Seite. Eben für beide Varianten, für beide Ausrichtungen. Ja, je nachdem, wie man eben die künftige Entwicklung der Tesla-Aktie vermutet. Ja, Cliff, wenn wir uns da drauf schauen, vielleicht kannst du mal die wichtigsten Kennziffern hier erläutern. Ja, ich habe Ihnen mal 2 Scheine, einmal von Vontobel und einmal von der City mitgebracht. Ich würde mich bei der Erklärung der Scheine ein bisschen auf die Long-Variante hier konzentrieren wollen, dann fällt es etwas einfacher. Wir haben, wie gesagt, jetzt hier in der Long-Variante einen Basiswert mit der Tesla und einem Kurs von aktuell $770, der natürlich auch variieren kann. Wir haben, und das ist das Entscheidende, einen Hebel von 3,1. Das bedeutet, dass die Entwicklung mit dem Faktor 3,1 nach oben und nach unten gehebelt wird. Jetzt ist hierbei wichtig zu sagen, dass dieser Hebel im Gegensatz zu Faktorzertifikaten allerdings variabel ist. Das heißt, der verändert sich. Wenn die Tesla-Aktie steigt und dementsprechend auch der Mini-Future im Kurs steigt, dann sinkt der Hebel leicht. Und genauso umgekehrt, wenn es gegen sie läuft, wenn der Schein fällt, dann steigt der Hebel. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Das ermöglicht eben auch wieder die Chance, wenn ich einmal falsch gelegen habe, deutlich im Minus gelegen habe, dann gibt mir der höhere Hebel wieder die Möglichkeit, relativ schnell wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Also das Entscheidende ist, für euch da draußen, wenn ihr eben investiert zum Zeitpunkt X mit dem Hebel X, der ist entscheidend für eure Investitionssumme. Ja. Von dieser Basis aus, wenn sich dann die Aktie in die eine oder andere Richtung entwickelt, da ist der Hebel genauso, wie ihr den gewählt habt. Aber was natürlich wichtig ist, klar, du hast das ja gesagt, wenn die Aktie fällt, dann steigt der Hebel, aber natürlich irgendwann kommt dann die berüchtigte Knockout-Schwelle. Genau, es geht natürlich nicht unbegrenzt nach unten. Wir haben bei diesen Papieren immer einen automatischen Stoppkurs. Der liegt hier bei der Aktie bei $541,88. Das heißt, wenn die Tesla-Aktie diesen Wert unterschreitet, wird das Papier automatisch ausgestoppt und auch vom Markt genommen. Das heißt, an dieser Stelle gibt es eigentlich dann nur noch einen kleinen Restwert zurück, der im Bereich bei einem Minus von 90 bis 95% liegen wird. Deshalb ja auch das, was wir vorhin gesagt haben, so weit sollten Sie es im Grunde genommen nicht kommen lassen und vorher einen eigenen persönlichen aktiven Stoppkurs hier einsetzen. Wie gesagt, unsere Empfehlung, wir haben es auch hier nochmal geschrieben, 40 bis 50% unter Ihrem Einstiegsniveau. Ich meine, das ist ja auch so, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, ich kaufe die ja auch nicht, weil ich denke, die fällt 30%, sondern ich kaufe die, weil ich denke, sie steigt. Bei der Aktie habe ich halt den Vorteil, wenn jetzt eine außergewöhnliche Marktsituation ist und so eine Aktie fällt mit dem Gesamtmarkt eben 30%, da kann ich immer noch sagen, okay, ich bleibe da trotzdem drin, weil ich davon ausgehe, dass das nach oben geht. Bei dem Papier bin ich aber dann eben 90% im Minus und so weit sollte man es eben nicht kommen lassen. Deswegen, das sollte man einfach, weil eigentlich der ursprüngliche Ansatz meiner Spekulation war ja steigende Kurs. Umgekehrt liegt natürlich der Knockout auf der Short-Variante oben. Auch logisch. Ganz genau, hier sieht man es an den Zahlen auch, ist es im Endeffekt genau die umgekehrte Formation. Hier haben wir einen automatischen Stoppkurs bei rund $954. Wenn er darüber geht, auch da würde dann dieses Short-Papier entsprechend mit hohen Verlusten ausgestoppt werden. Ich meine, da wären wir bei der Tesla natürlich dann auf Allzeithoch. Und das ist ja auch etwas, ja, es gibt ja auch welche, die noch andersweitig solche Papiere shorten oder irgendwas machen, nämlich aktiv leer verkaufen etc. Da heißt es dann immer, dann verbrennen sich die Shorties
die Finger, wenn eben so eine Aktie dann durch die Decke geht. Eben wer hier klassisch mit Mini-Futures Short gehen will, natürlich da genauso wie bei der positiven Seite Stopp vorher setzen, vorher achten, damit man wirklich das Risiko minimiert. Genau, im Gegensatz zu Aktien, da ist ja unsere Variante oder unsere Strategie ein bisschen anders, aber wirklich bei diesen dynamischen Papieren sollte man wirklich vorher einen Stoppkurs setzen, weil wie gesagt, das kann im Tagesverlauf so schnell gehen, dass man einfach hier nicht mehr aktiv reagieren kann, deshalb wirklich aktiv hier einen Stoppkurs setzen. Ja, Cliff, kommen wir jetzt zu den letzten wichtigen Fragen. Natürlich, viele fragen sich jetzt bei solchen Derivaten, ja, da verdient doch nur die Bank. Aber dazu muss man sagen, den Emittenten ist es eigentlich egal, ob man Long oder Short ist. Den Emittenten ist es vor allen Dingen wichtig, dass eigentlich die Anleger mit den Papieren sogar erfolgreich sind, damit sie mehr Papiere eben ordern, damit sie mehr Derivate kaufen. Denn die verdienen an den Papieren eben anders. Und das ist, glaube ich, noch nicht mal so relevant für den Anleger selbst. Genau. Also der Emittent macht nichts anderes, als sich gegen die Position des Anlegers abzuhedgen, abzusichern. Also er verdient nicht, wenn der Anleger verliert oder umgekehrt, sondern er verdient in anderen Bereichen. Zum einen natürlich am Spread und natürlich an den internen Kosten, die auch mit Verzinsungen natürlich zu tun haben. Deshalb bietet sich natürlich an, solche Papiere nicht extrem lange zu halten, so wir sagen immer so maximal im Bereich von 3 bis 5 Monaten. Aber natürlich ist der Emittent daran interessiert, dass der Anleger erfolgreich ist und natürlich lange hält, umso mehr verdient er. Aber im Grunde genommen kann das ja den Anleger nicht interessieren. Anleger schaut auf seine Performance, vielleicht auf einen guten Ausstiegszeitpunkt, im Idealfall mit Gewinn. Und da kann dem Anleger das eigentlich völlig egal sein. Also die Kosten sind in diesem Bereich so dezent, also auf diesen Zeitraum von 3 bis 5 Monaten, dass man diesen Faktor erstmal aus seinem Kopf rausdrücken kann. Also da muss man sich diesbezüglich keine Gedanken machen. Also, wir haben gelernt heute, okay, ich kann Long, ich kann Short gehen. Zeithorizont ungefähr 3 bis 5 Monate sollte man vorsehen. Nur mit Kapital, was man nicht braucht, was man auch wirklich ja, als Art Spielgeld, Spekulationsgeld hier eben einsetzt. Deswegen, das ist alles elementar wichtig, wenn man hier investiert in solche Papiere. Ja, von daher, hast du eine Prognose, wo es mit Tesla hingeht? Och, ich bin eigentlich schon oder noch nie ein ganz großer Freund von Tesla gewesen. Ich hätte schon immer ganz gerne mehr auf fallende Kurse bei Tesla gesetzt, aber das habe ich mich auch nicht getraut. War aber im Endeffekt genau die richtige Entscheidung, weil da hätte ich ständig auf die Nase gekriegt. Aber das ist einer dieser Aktien, die halt ständig nach oben laufen, wo einem oft der Mut fehlt, auch noch einzusteigen, aber auch der Mut fehlt, hier Short zu gehen. Die Entscheidung muss jeder Anleger für sich selber treffen, ob eher Long oder eher Short. Wie gesagt, ich kann dich da nur unterstützen. Es ist wirklich so, agieren Sie mit überschaubarem Geld. Es darf Ihnen am Ende des Tages nicht wehtun, wenn es mal daneben geht. Und das ist eigentlich ja die wichtigste Botschaft, die ich habe. Und jetzt liegt es an euch, in welche Richtung ihr hier spekuliert. Also wir werden natürlich die nächsten Wochen da genau drauf schauen, was mit Tesla weiter passiert. Und natürlich werden wir diese Reihe fortsetzen. Analyse der Woche plus Derivate-Tipp der Woche darauf basieren. Und ich glaube, das ist für jeden von euch da draußen interessant. Bis bald.